Hi, ho meine Freunde, hier seht ihr den VfL Wolfsburg gegen den Hamburger Sportverein, wie immer gegen Hamburger Sportverein. Entschuldigung. Und das ist wirklich ein Knaller. Platz 2 gegen Platz 3. Sie sind identisch, was die bisherige so Chancen, Auswertungen und blablabla geht. Was Chancen sind denn? Hä? Ich meinte Siege, Niederlagen und sowas. Ja, nur wir haben ein Tor mehr und sind deshalb Zweiter. Beziehungsweise in der Tordifferenz haben wir einen Punkt mehr. Und Basoga mit dem ersten Schuss führt zu einer Ecke. Und um hier mal ein bisschen Abstand auf oben zu bekommen, müssen wir hier natürlich gewinnen. So Spiele muss man dann gewinnen. Gegen die Kleinen darf man sich auch mal einen Ausrutscher erlauben. Dafür ist die Bundesliga ja bekannt, aber gegen die großen Clubs, die einem da oben im Weg stehen, sollte man dann, oh mein Gott, sollte man dann schon wirklich gewinnen bei Gelegenheit. Ja, der Bräune. Bui, wai, ui, ui, bui, ui. Der Bräune, der zentrale Mittelpunkt vom VfL Wolfsburg und einer meiner Lieblingsspieler in FIFA 15. Also wenn wir irgendwann mal die Kohle dafür haben, ihr wisst, was kommt. Vielleicht kommt ja, oh mein Gott, 1-0 Wolfsburg aus dem Nichts. Oh mein Gott. Giovanni dos Santos. Vielleicht kommt hier irgendwann mal die Chance, wo dann wieder ein Barcelona oder Chelsea oder jemand anklopft und sagt, oh, wir wollen gerne Kleber für 50 Millionen Euro haben. Und dann nehme ich das an und hole mir den Pol. So wird's sein. Ihr glaubt zwar nicht dran, aber Kleber wird echt mal die Kohle wert sein. Nee, aber gerade wenn ein Meier mal hier ausgewachsen ist, dann dürfte der auch einiges an Kohle bringen. Und zweite Eckball. Gute Ecke. Elfmeter! Elfmeter, ich weiß nicht wofür, aber es gibt Elfmeter. Der Bräune, der Verursacher, der stellt sich schon darauf ein, dass er zu uns kommt. Ja, genau, das tut er. Schauen wir uns nochmal an den Zweikampf. Ja. Also ich hätte da sogar noch rot gegeben. Und jetzt haben wir die Chance, um auszugleichen. Der wird schießen. Oh Gott, die sind ja alle schlecht. Lasoga. Tor. Bernardo sprang noch in die richtige Ecke, da hatte ich echt Schiss, dass er da seinen Arm noch dran kriegt. Aber naja. Und das war erst das erste Tor für Pierre-Michel Lasoga. Was? Rudnitz hat ja schon 3. Und der ist Reservist. Paulsen hat ja schon 2. Und der ist dritter Stürmer. Also Lasoga, wenn der seinen Platz hier haben will, dann muss da jetzt auf jeden Fall mal was kommen. Und Paulsen hat sich da oben verletzt scheinbar. Kaum ist Meier verletzt. Oh nee, nicht Raubitz. Oh mein Gott, wir müssen noch Paulsen auswechseln. Das ist schon hier Not gegen Elend auf der Position. Und jetzt muss auch noch Paulsen raus. Meier ist noch angeschlagen, den wollte ich jetzt noch nicht bringen. Oh Mann. Oh, hoffentlich ist das jetzt nicht so eine langwierige Verletzung. Es wäre auch mal schön, wenn Raphael wiederkommen würde. Ich weiß gar nicht genau, wie lange der verletzt ist. Muss ich nach dem Spiel mal schauen. Und es würde mich echt mal interessieren, ob ich mit dem noch irgendwann rechnen kann dieses Jahr. Ansonsten muss halt mal Ersatz, ja. Lasoga mit der Möglichkeit zum 2-1. Der Lasoga, der ist schon noch gefährlich vorm Tor, aber der ist halt auch relativ langsam
im Vergleich zu unseren anderen Stürmern. Und auch nicht so wirklich torgefährlich wie ein Rudnevs, der wirklich jedes Spiel irgendeine Torbeteiligung hat. Und Westermann spielt übrigens, weil er sich beschwert hat, wegen zu wenig Einsatzzeiten, bla bla blub. Und dann habe ich ihn einfach mal jetzt das Spiel spielen lassen, hoffe er halt dann seine Schnauze, da wir mit ihm eh nicht mehr planen und andere Verteidiger besser sind in unserer Mannschaft. Und joa. Müller im letzten Spiel an allen 4 Toren beteiligt, in diesem Spiel noch gar nichts gebastelt. Komm, sag ich, komm, so ein Zuckerpass auf Volland. Starke Grätsche von Naldo. Wow. Wow, wow, wow. Man kann es auch übertreiben, Joshua. Gui, Lavo, Gui. Der Shaqiri, wir wissen ja genau, was der darauf hat. Aus so einer Position. 26 Meter, Shaqiri. Shaqiri, 26 Meter, Shaqiri. Oh! Fuck! Fuck! Guckt's euch an. Er dreht sich dann nach rechts und klatscht ans Lattenkreuz. Oh mein Gott! Das wär's gewesen. Das wär's einfach gewesen. Verdammte Scheiße. Und Volland. Oh Mann, Westermann. Und jetzt wieder Volland. Der macht das Spiel immer wieder schnell mit Sprints, Zweikämpfen und Dribblings. Oh, guter Pass! Ah, da kam keiner mehr dran. Aber hätte noch gefährlich werden können. Ziemlich hart umkämpftes Spiel hier. Ist wirklich alles noch offen. Und kann jeder noch das Tor schießen. Boah, ey, das war jetzt nur auf den Mann, ey. Gib dem doch eine gelbe Karte. Sowas muss nicht sein, das ist unsportlich, diese dumme Grätsche da. Ah, Mann, ey. Achtung, eine Durchsage für den Fahrer des Wagens F für Frankfurt. Bertha Dürer, 2-1 und an ihrem Fahrzeug brennt das Licht. Frankfurt, Bertha Dürer, 2-1. Das war eine relativ actiongeladene erste Halbzeit. Und die anderen Ergebnisse, Schalke, Stuttgart 1-1, Dortmund führt gegen Frankfurt und Bayern führt gegen Hertha und Leverkusen gegen Augsburg. Oh Gott, Wolfsburg hatte nur eine Chance. Oh, Westermann nervt mich. Naja, Eihan auf dem Platz. Rudnevs auf dem Platz. Und Beister. Oh, scheiße. Naja, egal, spielen wir halt so. Shaqiri. Der Typ gefällt mir einfach. Man merkt, dass es der beste Mann der Mannschaft ist. Und dementsprechend zeigt er auch seine Qualitäten. Und er war gar nicht so teuer. Er war wirklich extrem günstig eigentlich. Shaqiri, was macht er hier? Was macht er da? Elfmeter! Nächster Elfmeter. Okay, der war schon klarer. Da wollte Shaqiri einfach wie bei einem Kamehameha weggerotzt. Schauen wir uns das einfach nochmal an. Hier wird das Trikot gezogen und dann fliegt er ziemlich komisch weit, weit weg. Und jetzt haben wir die Chance, das Spiel zu drehen.
Gutmus. Die Chance für Gutmus. Druck. Dum, dum. Dum, dum. Dum, dum. Dum, dum. Rotzfrech ins Tor gelupft. Schauen wir uns einfach nochmal an. Wie dreckig. Zack. Ah, schön. So dreht man ein Spiel. Mit zwei Elfmetern. Und wenn der zweite dann auch noch so rotzfrech, dreckig, arrogant ins Tor gelupft ist, ist er natürlich noch ein bisschen schöner. Für mich halt, für Wolfsburg bestimmt nicht. Oh, oh, oh. Chaos in der Abwehr. Gustavo auf die Außen, auf Pekarik, wieder Gustavo. Flankt rein. Oh! Fast wie beim 1-0, da ging es ja auch so ähnlich. Über Flanke und dann war der Ball auf einmal per Kopfball im Netz. Und das Volland wieder. Der hat Geschwindigkeit. Oh! Rudnitz. Den macht er eigentlich im Schlaf. Aber heute halt mal nicht. So ist es halt im Fußball. Er kann auch nicht jeden Ball reinmachen. Sonst würde er nicht beim HSV spielen. Ja. Gustavo. Oh, oh, oh. Wieder Chaos. Dos Santos. Oh Gott. Guter Pass. Und Fährmann mit einer starken Parade. Und Molanda kommt für Guivayuri rein. Wow. Und jetzt die Konterchance. Müller. Müller im 1 gegen 1. Müller verliert das 1 gegen 1 gegen Knoche. Aber holt sich den Ball wieder. Müller. 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 Nehmt Rudnevs mit. Rudnevs. 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 Tor. 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 3. 1. Wunderschön. Artyoms Rudnevs macht sein zweites Spiel in diesem Match und sein drittes in Serie, glaube ich. Ja, hat jetzt, glaube ich, alle drei Spiele getroffen, die er gespielt hat. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, Chaos und Fährmann. Puh. Und sehen wir jetzt nochmal genau die gleiche Aktion wie gerade vor 2 Minuten. Oh Gott, oh Gott, oh mein Gott. Eigentor, Berami. Und dann geht das Ding noch an den Arm von Volland und landet im Tor. Slapstick, Slapstick, Slapstick. Oh mein Gott. Jetzt ist es nochmal spannend. Unnötigerweise. Das ist überhaupt ein komisches Tor. Der Ball fliegt durch den ganzen Strafraum. Fährmann springt am Ball vorbei. Berami kriegt den Ball an den Schädel irgendwie. Und Volland macht ihn dann noch mit dem Arm unhaltbar. Abseits. Mal im Zweikampf gegen Gustavo und holt auch den Freischuss raus. Ja. Und jetzt bloß keinen Konter kassieren. Yeah.
Ich traue mich hier gar nicht zu sagen, weil das alles gerade extrem spannend ist. Und man hier echt aufpassen muss, dass man nicht so viel labert und dann ist der Ball nämlich drin, wie beim 1-0. Mann! Jetzt macht Wolfsburg aber nochmal Action hier. Geht früh ins Pressing. Will natürlich den Ball und will ihn dann schnell nach vorne schlagen. Und Gladbach macht das wichtige 1-0 in der 87. Minute. Dumm für uns, denn Gladbach bleibt dann weiterhin vor uns. Pfeif ab, Schiri. Beend diesen Scheiß hier. So, das müsste es gewesen sein. Ah, der Fährmann, der hat jetzt Zeit. Der Ausschleck natürlich auch. Ein langer Ball nach vorne. Könnte es das noch das 4-2 geben? 4-2 möglich. Rudnevs. Benaglio, der Sack. Kriegt er irgendwie noch seinen Arm hin. Und das Spiel ist vorbei. Wir gewinnen hier dank Artyoms Rudnevs 3 zu 2 gegen den VfL Wolfsburg und vergrößern dann unseren Abstand auf die unteren Ränge. Dortmund blieb nur bei einem Unentschieden. Gladbach hat das Spiel noch gewonnen. Und ja. Oh, nächstes Spiel. Champions League. Bis dann.